Ui. Ja, du siehst auch gut aus. Alpollo, voll cool. Was hat die Karte jetzt? Arktilas Eisblock. Ja, okay, ich bin noch richtig hier. Hier muss ich doch sogar sein. Da, nice, Mann. Ich bin fündig geworden, das macht mich glücklich. Hallo Freunde, ich bin hier auf dieser Seite. Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur, um mitten ins Nirgendwo zu gelangen. Prima! Dieser ehrenwerte Herr ist Arktilas, Wächter und mein Meister. Zeig gefälligst etwas Respekt, Diam. Wohl an. Oh, dem ist nicht kalt. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Ich diene dem Pearl-Clan als Wächter. Und mir ist nicht kalt. Du gehörst zur Galactic-Expedition? Da musst du Kanshi sein. Und mir ist immer noch nicht kalt. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Arktilas besänftigen? Nebenbei, mir ist immer noch nicht kalt. Weil es in Rage ist. Aha, dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Ich will es besänftigen. Nun hör mir gut zu. Erstens, mir ist nicht kalt. Und zweitens, Arktilas, unser König des Schneefelds, macht weder Mensch noch Pokémon Ärger. Und drittens, mir ist immer noch nicht kalt. Habe ich schon verstanden. Meister Ren, so beruhigt euch doch. Die französische Revolution ist schon längst vorbei. Was redest du? Wir sind hier in der Hisui-Region. Habe ich vergessen. Ihr habt recht. Noch hat Arktilas niemanden Umstände bereitet. Doch ist es nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass ein so gewaltiges Pokémon die Kontrolle verlieren könnte? Doch, doch, da ist schon etwas dran. In diesem Fall müssen wir dieses Mädchen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen. Nun genug der Worte. Zücke deine, wie nennt ihr sie gleich? Ach ja, Pokebälle. Ich bin bereit. Das fühlt sich so an, wie als ob du gerade mit einer 50-jährigen Person über Pokémon sprechen würdest und der sagt dann, ja, hol mal jetzt dein Handy raus und wir spielen dieses Go-Spiel da, dieses Pokémon Go da. Meine Muskeln sind so unnachgiebig wie eine Wand aus Eis. Kannst du sie durchdringen? Ich kann es probieren. Gut, gut. Alles klar. Ein Pokémon gegen zwei. Ich wollte schon gerade versuchen, das Pokémon zu fangen. Ich bin gar nicht bereit. Hallo? Also, das sieht man doch, oder? Naja, gut. Lebe-Items erstmal einsetzen. Ich brauche dich. Okay. Soll ich jetzt meinen Stream ausmachen, um mir deinen Stream anzugucken? Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe mich auch gar nicht richtig vorbereitet. Ey, ich kann doch nicht hier mit Felinara kämpfen und jedes Mal, wenn ich versuche, Hisui Tornopto in den Kampf zu schicken, wird es besiegt. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich werde mich weiterhin um Tornopto kümmern. Ja, gönn dir mal hier den Hypertrank. Was mit den Tränken dauert allzu lang. Sorry, Felinara, dass du dir das gerade antun musst. Du hast die Attacke ausgehalten. Und diese auch noch. Okay, die hältst nicht mehr aus.
Was mache ich eigentlich? Okay, Flammenrad. Volle Kraft voraus, definitiv. Ach was, es ist schon 20 vor 8. Was? Ich wollte noch einkaufen gehen und später Mario Kart 8 Deluxe streamen. Ich spende Kansha in Mario Kart lieber Blue, Red und Green Shell Treffer. Ja, solche Spenden, die nehme ich sehr, sehr gerne an. Weil ich oft davon ausgehe, dass solche Spenden aus dem Herzen kommen. Joa. Ist einfach so. Ach, der Kollege hat nur 2 Pokémon. Weak. Und Level 24. Kampf Andy. Attacke gemeistert. Ja, darum muss ich mich jetzt demnächst kümmern. Alleine schon. Guckt euch mal das Symbol auf seiner Brust an. Oder das Bild. Ich muss gerade ein wenig an Lunala denken. Ja. Und ein wenig an Necrozma. Gut gekämpft. Damit wäre dann das Eis zwischen uns gebrochen. Jetzt ist mir plötzlich kalt. Hey ihr, dieses Mädchen hier ist in Ordnung. Sie ist stärker als ich. Ich danke euch, Meister. Es gibt Leute, die aufgrund ihres rätselhaften Erscheins Zweifel an Kanshi haben. Doch ich vertraue ihr absolut. Danke. Wenn du Arktilas unbedingt besänftigen willst, besorge etwas Permaeis und bring es zur Hochheitsstätte. Um an Permaeis zu gelangen, musst du fliegen können und dafür brauchst du Waschakwil. Lange Rede, kurzer Sinn, geh und such ein Mädchen namens Sabi. Sabi, der Sinn ist mir etwas zu kurz, in Rätseln zu sprechen ist alles andere als zeiteffizient. Arktilas ist doch ein König des Perklans. Da wäre es etwas seltsam, wenn ich die Sache erkläre. Aber sei's drum, Arktilas ist ganz versessen auf Permaeis, das sich auf den im Frostland stehenden Eisblöcken finden lässt. Und hier kommt der Diamantclan ins Spiel. Weil nicht einmal Sneeboss das Eis zu erklimmen vermag, muss man das Ziel aus der Luft mit Waschakwil ansteuern, so der Plan. Meister Ren ist es allerdings mal fast gelungen, einen Eisblock hinaufzuklettern. Es haben nur noch 2 Meter gefehlt und dann ist er runtergefallen. In Muskelmasse steckt eben wahre Klasse. Geil. Naja, Sabi schwebt jedenfalls in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken. Du wirst sehen, was ich damit meine. Du kannst dich ja mal zum Blizzard-Tempel aufmachen. Dann wirst du ihr schon irgendwo begegnen. Was? Sabi. Oh, ich dachte schon, dass ich jetzt diese Person lange suchen muss, um Waschakwil zu bekommen. Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mir verraten, dass wir zusammen Fangen spielen würden. Das ist das sogenannte Vorahnungshaki eigentlich. Schaffst du es bis zu mir? Wie spielen jetzt Fang? Was macht sie denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, Diam. Gut, kümmer du dich um das Mädchen. 1 und 2 und er trainiert dabei. So kann ich mich wieder ganz meinen Muskeln widmen. Geiler Typ, ey. Das war's schon mit der Trainingseinheit. Sprich mit Sabi. Sabi, ich hab Sneeboss am Start. Hä? Ich hab Sneeboss am Start, habe ich gesagt. Hä, bist du ein Shiny? Wieso hast du solche Augen? Bleib mal hier. Ich muss erst mal ein Pokémon finden, was kämpfen kann. Nee, du bist kein Shiny, Mann. Ich hau ab. Die Augen haben mich irritiert. Ob die Sabi kämpfen möchte? Ich gehe nicht davon aus. Hypertrank, definitiv. Nee, muss nicht sein. Einfach nur Tränke. Wenn du fliebest. Warum nenne ich Swerclop eigentlich Zwiri? Wegen Siri? Okay, wie komme ich jetzt da oben an? Hallo. Nur so, jetzt check ich das. Ich dachte schon, ich habe was gehört.
Nicht? Mineral. Ich sag mal. Wird gleich aus. Ey, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht, Mensch? Ach so. Ach so. Easy. Hey, Sabi, dreh dich um. Ach ja, ich hätte mich wohl zuallererst vorstellen sollen. Mein Name ist Sabi, das wissen wir doch schon. Schön, dich kennenzulernen, Kanchi. Allein ist schon die Wangen. Freut mich ebenso. Guten Tag. Ich habe schon von dir gehört. Ich hoffe nur Gutes. Du bist richtig stark. Gefällt mir. Nicht wahr? Doch, doch, ist wahr. Okay. Du gibst bestimmt eine gute Spielgefährtin ab. Komm, lass uns spielen. Let's play. Ich weiß schon, was dich zu mir führt. Ja, 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 ich will das Flug-Pokémon haben. Du brauchst Vashaktwels Hilfe, um Arktidas besänftigen zu können. Stimmt's? Genau. Du bist schlau. Also, ich hab nichts dagegen. Aber nur, wenn du mich fangen kannst. Nee, ne? Los geht's, Vashaktwel. Willst du mir sagen, dass du jetzt rumfliegst und ich muss rumspringen, oder was? Meinst du das jetzt ernst? Diese Geräusche. Nee, ne? Nee, ne? Sie fliegt doch nicht rum. Was habe ich da gerade gesehen? Oh, der Mond. Halbmond. Richtig schön. Sag mal, wo ist denn jetzt Sabi, ey? Hallo? Oh, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Habt ihr Sabi gesehen so? Hast du Sabi gesehen? Was macht sie denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, Diam. Wie, du sagst dasselbe. Hast du mit Sabi gesprochen? Danke für den Hinweis. Sag mal, wo ist denn die Sabi? Sabi, wo bist denn du, ey? Du fliegst rum. Ey, Geisterlicht, voll vergessen. Pfeif auf Sabi. Die geht mir voll auf die Nerven, ey. Sie will fangen spielen. Ich habe hier gerade ein ernsthaftes Problem und sie will fangen spielen. Nimm es an. Nimm es an. Hä? Ich glaube, ich spinne. Ja, aber wo soll ich sie denn jetzt finden? Apollo, hast du hier ein Flug-Pokémon gesehen? Es zeigt die Zunge wie Steffen, ey. Nervig. Yo, Leute. I don't know. What should I do? Sabi, Sabi. Ich suche dich und ich finde dich. Und wenn ich dich gefunden habe, dann suche ich dich nicht mehr. La 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 la. La 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 la. Yo, Fernandor, was geht, man? Elite Fernandor. Ach was. So hast du auch im Meisterdetektiv Pikachu ausgesehen gehabt. Ist ja cool. Abhauen. Was ist eigentlich hier? Hast du mich gerade angegriffen? Oh, komm, wenn du fliebest. Wir müssen abhauen. Oh, ey, es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Regelrecht. Abhauen, abhauen. Ey, Haspirohr. Kennst du eine Person namens... Was? Ist abgehauen? Okay. Herr Haspirohr, kennst du vielleicht eine Person namens... Sabi? Ja, komm erstmal rein, dann kannst du mir die Frage beantworten. Wieso habe ich jetzt den Superball eingesetzt? Warum habe ich das gemacht? Irgendwie lassen sie sich jetzt eher fangen. Finde ich cool. Ups. Ja. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo die Sabi jetzt hingeflogen ist. Und lustig finde ich das auch nicht, um ehrlich zu sein. So viel. Oder hat sie mir einen Hinweis gegeben, nur ich habe den schon wieder vergessen. Hä?
Was ist da hinten? Da ist was. Ach, ein Sandstein. Mein Maschok, was geht? Ein Elite-Keifel. Pass mal auf, Mann. Ich will doch kein Beef, ey. Ich will nur chillen. Mich hier ein wenig umsehen. Ich habe da gerade was Heftiges gesehen. Oh, wie putzig. Was machst du denn hier? Nee, dich kann ich jetzt nicht mehr fangen. Ich aber. Abhauen, abhauen, abhauen. Was haben wir da hinten? Ey, die Gegend hier ist so schön. Das Gebiet gefällt mir. Jo, was geht? Oh, Aprikokobaum, Aprikokobaum. Und ich bin weg. Ein Elite-Elektag. Oh, hey, Lurpy? Lurpy, ne? Lurpy. Lurpy. Schön, dass du da bist. Voll cool. Lurpy oder Lurpy? Das erste oder das zweite? Lurpy. Ah, okay, alles klar, merke ich mir. Ja, ja, nice. Freut mich, dass du da bist. Aber der Stream wird höchstwahrscheinlich demnächst enden. Wollte mich nur noch ein wenig umsehen. Ich bin gerade dabei, Fangen zu spielen. Jemand hat sich versteckt. Goldreist. Hobbylos. Und ich habe keine Ahnung, wo die Person ist. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Bin ich hier überhaupt richtig? Was war das denn? Als ob ich etwas gesehen hätte. Nee, Verzerrung. Ey, das gibt's doch nicht. Ist sie hingeflogen? Was ist das? Ich glaube, das war ein Expat. Das ist ein Expat. Ist das ein Elite-Expat? Doch, das ist ein Elite-Expat. Das kann man ganz schlecht erkennen. Seht ihr diese roten Punkte? Das ist doch ein Elite-Expat. Cool, ey. Es chillt hier einfach. Nee, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, Sneeby. Runter mit uns. Nö, hier werde ich nicht fündig. Na toll. Ich finde das schon ein wenig strange. Okay. Nee, nicht, dass ich komplett falsch suche. Oh, nee, Sneeboss. Ich brauche dich. So eine Erleichterung. Seitdem ich Sneeboss rufen kann, ist das viel angenehmer. Oh, wie wunderschön, ein Elite-Lucario. Ey, das Pokémon würde ich schon gerne fangen wollen. Reicht das aus? Ja, sehr schön. Ey, du möchtest gerne Naruto. Oh, schön ausgewichen. Och nee, ey, ich habe gar keine Apikokos etc. mehr am Start. Egal, dann bekämpfe ich dich. Das Pokémon würde ich gerne haben. Oho, Level 70. Gott sei, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich könnte versuchen, eine Attacke einzusetzen. Ja, mach ich mal. Aber das war's dann auch wieder. Oh nee, ne? Oh nee, ne? Das meinte ich. Das meinte ich. Wobei, da Lucario auf dem 70. Level ist, könnte ich doch, wenn ich angreifen darf, Flammenrad einsetzen. Aber mit der Krafttechnik dazu. Oh, super, es hat die Attacke ausgehalten. Es möchte gefangen werden von mir.
diese Augen, ey. Boah, geil, Mann. Zu cool. Könnte ich es noch paralysieren? Oh, jetzt nicht mehr. Nein. Das sieht gerade nicht so gut aus. Das sieht gerade nicht so gut aus. Aber ich habe noch 3 Pokémon, Mann. Ich versuche es. Wenn ich das Pokémon fangen kann, dann werde ich es Slurpy nennen. Das wäre echt cool, Mann. Nein, nicht Superball. Direkt Hyperball. Komm schon. Ach, so ein zähes Monster. Es wird wütend, ich auch gleich. Lass mein Felinar in Ruhe, hörst du? Lass es in Ruhe! Boah, ich habe voll die Faust abgekriegt. Wir halten zusammen. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Das ist echt bitter gerade. Aber ich finde das ein bisschen langweilig hier in diesem Spiel. Im Vergleich zu den anderen Spielen, wenn man Shiny-Pokémon am Start hat und diese einsetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier zu kurz vorkommt. Das mit den Sternen und so. Naja, was soll's. Oh, cool. Ein Elite-Lucario Level 70. Oh, heftig. Geil. Derpy, ich hoffe, dass das okay ist für dich. Oh, ich hab's gerade nicht dabei. Okay, dann hole ich's einfach später ab. Was gibt es denn hier oben? Oh, Vitalknospe, cool. Ja, nice. Freut mich. Ich mach das auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ich kurz bei Professor Layven vorbeischaue. Und mich auf die nächsten Angelegenheiten vorbereite. Nee, ey, die Sabi, die spielt mit mir. Ey, ein Geisterlicht. Voll cool. Voll cool. Nein, nein! Sneebos! Das war knapp, doch. Nee, Sabi hat fürs Erste gewonnen. Irgendwo habe ich Aprikokos gesehen. Da! Nice. Aprikokos sind zu cool, Mann. Nee, die Sabi, die hat sich echt gut versteckt. Wo sind wir jetzt eigentlich? War ich schon hier in diesem Bereich Blizzard Tempel? Nee, hier war ich noch gar nicht. Okay, um diesen Spaß können wir uns dann im nächsten Stream kümmern. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Stream dann auch Sabi finden. Komm jetzt, Lumia, was machst du denn da? Was machst du da? Sneebos, ich brauche deine Hilfe. Ups. Nee. Sabi hat mich auf jeden Fall gut geprankt. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie hier irgendwo ist. Eventuell. Okay. Ah, ich kann jetzt die Schnellreise nicht nutzen. Weil mich irgendwelche Pokémon verfolgen. Oh, weitere Aprikokos. Die nehmen wir auch. Pokéball flieg. Da. Ein Mashok. Hast du mich anvisiert? Nein, hast du nicht. Danke. Dann bin ich weg vom Fenster. Lernfälle, Lawinenhügel, Fahrt zum Kampffeld,
Eisige Ödnis. Blizzardtal. Ja, nice. Ja, möchte ich. Mal schauen, was Laven sagen wird. Laven. 24 Pokémon, okay. Ui. 19.831 Poké-Dollar. Cool. Wie viele Punkte bekomme ich jetzt? Ja, immerhin. Immerhin. Ist okay. Was möchtest du jetzt machen? Forschung fortsetzen. Forschung fortsetzen, genau. Ich möchte gerne Lucario mitnehmen. Pokémon. Spurclop kann sich ja demnächst jetzt mal auch weiterentwickeln, ne? Das sollte ich auch machen. Da bist du. Level 70. Ah, es ist männlich. Ich hoffe, dass das kein Problem ist, Derpy. Attacken verwalten. Namen ändern. Namen ändern. Okay, Leute. Ich werde auf jeden Fall im Privaten nochmal hier ein bisschen rumlaufen. Ich werde mich um mein Inventar kümmern. Vielleicht kaufe ich mir noch ein paar Items. Und dann können wir weitermachen mit der Story. Ja. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich erstmal einkaufen gehen. Und irgendwann so gegen 9:30, 10:00, vielleicht ein bisschen früher oder doch etwas später, werde ich versuchen, Mario Kart 8 Deluxe zu streamen. Vielleicht sieht man sich. Bis bald.